Hallo und herzlich willkommen auf startdrumming.de zur aktuellen Lesson of the Week. Heute gibt es mehr Achtel-, Sechzehntel-Grooves. Da hatte ich ja in den letzten Wochen schon mal zwei Lessons und etwas länger her auch nochmal ein paar Lessons gemacht zu komplexeren Grooves. Und das ist jetzt hier eigentlich eine Fortsetzung, denn bisher haben wir eigentlich nur immer die Hi-Hat durchgehend mit Achtel, Sechzehntel gespielt, also 1 und die 2 und die 3 und die 4 und die 1 und die 2 und die 3 und die 4 oder 1 und 2 und 3 und 4 und. Diese Lessons habe ich dir natürlich unten verlinkt, schau dir die bitte an, denn heute gehen wir jetzt her und verändern dieses Hi-Hat-Pattern und das kommt gar nicht so selten vor, zum Beispiel die Nummer Street Life von Randy Crawford oder vielmehr den Jazz Crusaders oder Crusaders. Das Stück wurde geschrieben von Joe Sample, verwendet genau die heutige Variante. Da haben wir nämlich bei der Zählzeit 2 und 4 Achtelnoten statt Achtel-Sechzehntel und bei den Zählzeiten 1 und 3 die ganz normalen Achtel-Sechzehntel-Kombinationen. Und das geht dann so. 1, 2 und 3 und 4 und 1, 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und die 2 und 3 und die 4 und 1. Ich mache das nochmal etwas langsamer. Ich habe also auf 1 und 3 die Achtel Sechzehntel, 1 und die 2 und 3 und die 4 und. Die Backbeats kommen dazu. 2 und 3 und die 4 und 1 und die 2 und 3 und die 4 und 1 und die 2 und 3 und die 4 und 1 und die 2 und 3 und die 4 und 1. Und das ist jetzt unser Ostinato. Und dazu kombinieren wir natürlich Bassdrum-Schläge. Und das sind folgende Figuren, die Figuren A bis F. Da haben wir bei A Viertelnoten 1, 2, 3, 4. Bei B haben wir nur die Bassdrum auf 1 und auf 3, also auf den Downbeats. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Die erweitern wir zu Achtel-Doppelschlägen bei C. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. 1 und 2 und 3 und 4. Bei der Variante D gehen wir her und machen aus den Achtelnoten punktierte Achtel. Dadurch wird die zweite Bassdrumnote eine Sechzehntel und die landet dann auf der 1D und auf der 3D. 1E und die 2E und die 3E und die 4E und die 1, die 2, 3, die 4. E haben wir dann Achtel, Sechzehntel, ganz genau gleich wie oben in der Hi-Hat, das geht dann synchron. 1 und die 2, 3 und die 4, 1 und die 2, 3 und die 4, 1 und die 2, 3 und die 4. Und bei F haben wir dann wieder die Achtel-Sechzehntel-Kombination auf 1 in der Bassdrum, aber noch synkopierte Bassdrum-Schläge auf 2 und auf 3 und. 1 und die 2 und 3 und. 1 und die 2. Und 3 und. Wenn du jetzt die vorhergehenden Lessons dann angeschaut hast, wirst du feststellen, dass das sehr ähnliche Bassdrum-Figuren sind. Eigentlich, um genau zu sein, es sind die gleichen wie bei der ersten Lesson, die ich zu den komplexen Achtel-Sechzehntel-Grooves verwendet habe. Das ist doch bewusst so angelegt. Dann kennst du das Material schon und dann ist es etwas leichter. Was sich heute geändert hat, ist lediglich die Hi-Hat-Ostinato-Figur. Und jetzt zeige ich natürlich auch noch ein Beispiel. Das Einfachste wäre natürlich, wir nehmen dann mal A, das habe ich jetzt nicht extra ausnotiert, das kannst du ja selber mal versuchen aufzuschreiben, das ist auch eine gute Übung. Auch hier gehen wir natürlich so vor, dass wir zunächst mal das Ostinato üben. 1 und 2 und 3 und die 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und 1, 2 und 3, 4, 1, 2 und 3 und die 4. Du kannst das natürlich auch vom Dreizehntel spielen.
Das war jetzt wieder die Kurzversion zur aktuellen Lesson of the Week. Hier habe ich dir das neue Ostinato gezeigt und dann noch eine Kombination mit dem Beispiel A, Viertel durchgehend in der Bassdrum. In der Vollversion zeige ich noch das Beispiel F und eine Kombinationsübung, in der ich alle Bassdrum-Figuren durchgehend spiele. Wenn dich das interessiert, kannst du dich jetzt hier oben im i zum Abo anmelden. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit dieser Lesson. Bis nächste Woche und nicht vergessen, start drumming!